Aber natürlich, erstmal Instant Kopf. Hier sind sehr viele Polizisten. Ich habe einfach mal zwei ausgeschaltet. Das wird schon echt penetrant, oder? Da kommt schon wieder... Ey, das ist aber jetzt schon hart penetrant. Okay, der steht da aber irgendwo im Gemüse. Da vorne ist schon wieder einer. Aber da fahren wir einfach unten lang. Da sieht er uns denn ja nicht. Oh, das war ein Kopf. Hab ich gar nicht mit. Hab ich geschnallt. Oh, den. Ich dachte, da passen wir durch. Ich habe gedacht, dass wir durchpassen. Aber da habe ich mich verschätzt. Da habe ich mich verschätzt. Ich dachte, wir passen durch. Könnte ich auch das machen und dann das machen. Also wir können beides machen. Dann sind wir bei 4 Sterne und versuchen einfach gar nicht mehr irgendwie uns zu bewegen. So, Justitia mache ich fertig. Es ist ein Geschwindigkeitsrennen mit Geschwindigkeit. Komm, also mit Sprints, wo ich nicht so hart Kurven fahren muss, komme ich viel besser klar als mit allen anderen. Kurven sind echt nicht meins. Ich bin grätenbereit. Ja, ich versuche möglichst viele Menschen mitzunehmen. Lass uns Plätze tauschen. Jetzt wird's interessant. Wir haben die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. Das Auto ist schon auf Maximalgeschwindigkeit. Wir sind auch so weit, wir sind so weit vorne, ich weiß gar nicht, wo die anderen sind, ehrlich. Ich werde dich noch überholen. Dieser Racer hat echt nichts zum Hören. Wow, das war unnötig gemein. Ich schalte hier gleich an und weine erstmal. Also bei so einem Speed-Dingern, da bin ich echt gut. Weil es halt nur gerade ausfahren ist. Das klingt total traurig, aber es ist halt auch einfach so. Siehst du, Kurve schon für den Arsch. Aber da bin ich halt gut drin. Deswegen habe ich Angst vor den engen Kurvenrennen. Psst. Psst. Ich mache gerne. Psst. Ich mache sehr gerne Psst mit meinen Fingern. Mein Finger ist einfach der Psst-Finger. Ich sag, wir können jetzt noch das machen, nochmal 18.000 dazu holen. Dann sind wir bei 36.000 und 2 Sterne. Wenn wir denn die 18.000 kriegen, also das ist ja auch natürlich, ne? Dann sind wir bei verdammt viel Geld. Aber gehen auch mit vier Schwierigkeit in die nächste Nacht. Aber haben sehr viel Geld gemacht. Ich weiß nicht, wie gut wir damit. Ich weiß nicht, wie gut ich damit klarkomme. Ich weiß nicht, wie gut ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder massiv greedy bin. Das wäre auch extrem scheiße. Das wäre scheiße, wenn wir alles verlieren, weil ich wieder extrem greedy werde. Aber es ist Tag. Und so. Und im Tag fahren dann auch nicht so viele Polizisten rum, die einen stressen. Was ist denn das blöde Versteck? Ja.
Können wir nicht einfach trotzdem mitfahren? Ich gehe hier tatsächlich mal nicht so hoch. Ich gehe hier mal nicht so hoch, weil ich echt nicht weiß, ob wir hier Platz 1 schaffen. Wegen den Kurven. Und ich denke mal, die nächste Nacht wird einfach gar nichts sein, dass ich da kaum irgendetwas mache. Oh, was war das? Hä? Was ist das? Was ist denn da passiert? Hä? Wir haben uns einfach nur gedreht. Ich bin... Warum haben wir uns um 180 Grad gedreht? Einfach so, so random auch. Das war... irgendwie random. Weiß ich nicht. Das kam jetzt random rüber. Schön, dass immer der Platz 1 ist, den wir gerade anheizen. Oh, das war gut. Glück gehabt. Ich freue mich auf den Körper. Bitte was? Oh, du Hodi. Immer noch Platz 2? Wie das? Ich war doch die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, warum ist Waru denn vorne? Lässt du mich gewinnen? Ja, irgendwie scheinbar schon. Ich verstehe einfach nicht, warum Waru vorne ist. Das hieß, der ist, ne? Der wird Platz 5 oder so. Versuchen uns alle dran zu kriegen. Ich verfolge den Verdächtigen. Allradwagen muss die Verfolgung aufgeben. Nicht immer ausbrechen. Ich hasse es, wenn dieses Auto einfach perma ausbricht. Ich weiß hier gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo Waru ist. Ehrlich, Waru muss so weit weg sein. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, wo der ist. Oh, ich bin Platz 1. Hä, wo ist Waru? Bin ich irgendwie anders gefahren als er? Ich habe einfach die Wand genutzt zum gegen Wand fahren. Nein, ich dachte, ich könnte ihn drehen oder sowas. Ich dachte, ich könnte ihn drehen, den Pimmel. Du Klopf. Ja, jetzt habe ich das eigentlich nur so... Ja, jetzt eigentlich will ich gar nicht Platz 1, oder? Okay, ja, ich habe das nur gemacht, weil ich nicht will, dass Waru gewinnt. Das war sehr schlecht. Erstmal Nitro geben, damit wir überhaupt mit den anderen, mit denen mithalten können und dann... Ihr fahrt doch gegen mich. Sind wir mal ganz ehrlich, ihr fahrt gegen mich, ich nicht gegen euch. Warum Ausbruch? Erklärung vom Wagen, jetzt. Ja, es gibt hier zwei Wege. Ach, leck mich fett. Ernsthaft? Oh, Auto, warum tust du das? Ich habe die Bremse nicht mal mehr angepimpt. Ich? Was jetzt? Was war das? Was war das? Da blinkte es weiß. Ich weiß nicht, warum Waru immer Platz 1 ist. Verstehe ich nicht.
Der soll eigentlich der Schlechteste sein, aber ist hier immer der Beste. Und stattdessen macht mein Wagen immer nur Faxen. Ich fahre jetzt auch mal hier lang. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Deswegen, Waru ist immer ganz vorne, obwohl der auf Platz 5... Oh! Hosenmatz. Obwohl der immer auf... Ne? Und mein Auto ist immer so ein Pimmel... Eine Pimmelkiste ist mein Wagen. Mein Wagen ist eine Pimmelkiste. Ist einfach so. Du drückst einmal die Bremse quer. Ich weiß gar nicht warum, das ist eigentlich gar nicht umgestellt. Gab es ein Update, dass die Wagen sich jetzt wieder querstellen? Wenn sie auf Grip sind... Du bist ein Querauto, ehrlich. Du bist einfach ein Querauto. Ich bin Platz 3. Ich weiß gar nicht, wo die anderen... Okay, ich glaube, das zählt, aber... Nee, ich bin Platz 1. Entschuldigung, ich habe mich gerade auf gelb. Entschuldigung. Waru ist Platz 3. Ich glaube, das sind die Bodenwellen. Ich glaube, das sind wirklich Bodenwellen, die mein Auto explodieren lassen in den Kurven. Das sind Bodenwellen. Das sind Explosionsbodenwellen. Ich weiß nicht. Wir spielen hier irgendwie... Es fühlt sich an, als ob wir... Mario Kart spielen. Eine Bodenwelle gleich Explosion. Also das Problem sind echt die Bodenwellen. Oder wenn ich über einen Bürgersteig fahre oder ich habe keine... Hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das Problem ist. Und wahrscheinlich, wenn wir lenken. Ach so, das Problem ist, wenn wir lenken. Du bist jetzt vielleicht vorne, aber hältst es auf Druck. Also entweder sind hier Bodenwellen echt der Kill. Oder, naja. Merke, nicht in der Stadt fahren. Das war knapp. Jetzt hat er die Kurve schon raus. Aber hier, die Kurve verstehe ich nicht, warum das immer passiert in genau dieser Kurve. Das verstehe ich nicht. Das, da sitze ich hier wirklich und stelle Fragen. Da sitze ich hier und stelle Fragen, warum ich bei einer 180-Grad-Kurve drinne bleibe und bei einer kleinen Mini-Pimmelkurve jetzt dann ausbreche. Danke. Einige der Racer kollidieren mit dem Verkehr. Ist das nicht gut? Allradwagen hier. Holen wir uns das Ziel. So, aber Waru holt nicht auf. Nur geringfügig. Das ist gewonnen. Nee, das verstehe ich nicht. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich da... Das muss an der Kurve da liegen. Weiß ich nicht. Muss an der Kurve liegen. Und jetzt wird es hart, den Lachs nach Hause zu bringen. Wir sind nämlich immer noch in der Verfolgung. Nagelband voraus, das sollte sie aufhalten. Die Zielperson unterschätzt Kopfzentrale. Undercover verfolgt das verdächtige Fahrzeug. Zum Gegner versucht davon zu fliegen, Zentrale. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Interceptor verfolgt Zielperson. Mobilisiert das ganze Revier, um diesen Park einzufangen. Subjekt ist irgendwo in University Central verschwunden. Durchsucht das Gebiet nach dem Park. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Leider auch sehr weit weg. Wir sind leider auch verdammt weit weg von da, wo wir hinwollen.
einmal mitnehmen. Lieber langsam und gucke wo lang, als schnell und keine Ahnung haben. Wir kommen nach Hause, glaube ich. Ja, wir kommen nach Hause. Wir kommen nach Hause. Nice. Guck mal, am Tag sind bei weitem nicht so viele unterwegs. Wir haben 32.700 gemacht. Das ist sehr gut. Bin ich sehr stolz auf uns. Bin ich sehr stolz auf uns. Haben wir sehr gut gemacht. Jetzt kommt die Nacht und in der Nacht machen wir einfach gar nichts. In der Nacht will ich nichts tun. Ehrlich, weil wir sind auf Stufe, wir haben da nichts von. Klingt so, als ob Yas Crew darauf setzt, dass sie das Grant gewinnt und Alex Preisgeld gleich wieder in seine eigene Tasche fließt. Ganz schöner Druck. Ah, sie versucht die falschen Leute zu beeindrucken. Ihrer Crew ist sie egal. Die wollen nur das Geld. Das Geld? Das kann ich verstehen. Tess. War nur ein Spaß. Jetzt wird's wieder angezeigt, endlich. Die kommen ohne Teile, die Dinger, oder? Wir dürfen nicht in A+ geraten. Hab ich so einen schon? Nee, wir verwenden derzeit. Ach, da verwenden wir Sport. Aktuell der Bodenhaftung des Fahrzeugs vorbei, die Reichweite des Handlingsreglers. Aber ich bin ja eigentlich eher der Straßenfahrer, wobei wir ja auch sehr viel über Nicht-Straße fahren, ne? Aber trotzdem. Wir sind eher Straße als alles andere. Tausende bessere Bremse können wir uns auch noch leisten. Dann machen wir vielleicht besser Bremsen. Ach was. Hier dürfen wir bestimmt nichts machen. Vor allem, weil es 10.000 kostet, dürfen wir hier nichts machen. Ich hätte vielleicht eher das kaufen. Naja, wir müssen ja auch nicht immer. Eine bessere Bremse wäre ja auch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir sowieso nichts mehr. Jetzt ist Ende. Ja, ich würde sagen, wir sind soweit, oder? Ah ja, wir sind offline. Oh, ja, stimmt. Können wir irgendwie was Cooles drauf machen? Ich weiß einfach nicht, was mein Cooles... Es ist schwer, es ist echt schwer. Weil ich von dem ganzen Scheiß hier überhaupt nicht beeindruckt bin. Das ist ja einfach nur hässlich, ne? Ist er jetzt dran? Eklig, Mann, mach das zurück. Nee, weg. Glaub's ja wohl. Igitty, pfui. Nee, das ist ja...
always shoot the gap at the yellow light. Bag a little yellow pills for the nerves, but it make it even worse when the Xannies don't work. Any panic ears ringing when you call, they can't hear you. Every 7 seconds, eyes back up in the rear view.